Der Billigtextil-Discount Kik muss sich derzeit massive Nazi-Vorwürfe gefallen lassen, denn die sogenannten Winkelständer, die für Kleidung verwendet werden, haben die Form von Hakenkreuzen. Naja, es ist einfach übertrieben. Die Leute nehmen sich so und so die Kleider von dort, wenn sie es wollen. Es ist wurscht. Also ich glaube sowieso nicht beim Kik ein. Ich finde, die Kleidung haltet nicht lang. Ja. Nein, nochmal, weil es kommt nie bei Kik ein. Ich gehe überhaupt nicht zum Kik, weil die haben lauter so Ramsch-Sachen mit Billigsdorfer aus China. Das stinkt ja schon, bevor man reingeht. Ich meine, es ist einfach eine Form, die vielleicht dazu beiträgt, dass man es besser drehen kann oder dass man mehr aufhängen kann. Und deswegen ist das irgendwie. Beim Kik-Konzern kann man diese Vorwürfe nicht nachvollziehen. Die Winkelständer seien einfach nur praktisch und sicher keine Nazi-Symbole.